Hallo miteinander, willkommen zum zweiten Vortrag von dem Blog. Und zwar es geht um den QGIS Web Client 2, Neues aus dem Projekt, und zwar von Sandro Mani. Wir sind gespannt auf deinen Vortrag. Danke und herzlich willkommen zum Vortrag über den QGIS Web Client 2, Neues aus dem Projekt. Kurz über die Firma: Wir sind eine Entwicklungsfirma in Zürich. Wir entwickeln QGIS, QGIS Web Client. Wir entwickeln in verschiedenen Sprachen und tragen bei verschiedenen OSGEO-Projekten bei. Der Inhalt dieses Vortrages: Ich werde zuerst eine Einführung über den QGIS Web Client und QGIS Services geben, dann die Neuheiten vom Projekt im Verlauf des letzten Jahres zeigen und dann einen Ausblick, was die künftigen Entwicklungen vom Projekt sein könnten. QGIS Web Client 2 ist die offizielle Webanwendung zum Publizieren von QGIS Projekt im Web. Das Projekt wurde 2016 initiiert und basiert auf aktuellen Technologien. Wir benutzen OpenLayers und React.js. Die Anwendung ist grundsätzlich responsive gestaltet, das heißt, sie passt sich an auf Desktop- und Mobilanwendungen, und sie ist grundauflegend auf eine Plugin-Architektur ausgelegt, das heißt, sie ist einfach erweiterbar. Der Workflow: Das Grundkonzept der Anwendung ist, dass man das Projekt im QGIS Desktop gestaltet. Man kann dort die Ebenen, die Symbolisierung konfigurieren, die Felder, die Formulare, die Druckvorlage, und man schiebt dann das Projekt zum QGIS Server rüber und publiziert das Ganze dann im Web Client und hat dann die identische Darstellung wie im QGIS Desktop, da die Rendering Engine dieselbe ist, dank dem QGIS Server. Es gibt so zwei Begriffe, die man in Verbindung setzt mit dem QWC2. Es gibt einmal QWC2 und einmal QWC Services. Was ist der Unterschied? Also grundsätzlich, der QWC2 ist eine Anwendung, die auf dem QGIS Server abgestimmt ist. Man kann ihn auch als einfache statische Anwendung betreiben und ist dann entsprechend limitiert auf die Funktionen, die der QGIS Server anbietet. QWC Services sind Dienste, die fortlaufend entwickelt worden sind, um die Funktion vom QWC zu erweitern gegenüber dem, was der QGIS Server anbietet. Das sind grundsätzlich kleine, schwach gekoppelte Dienste, die kommunizieren über HTTP REST. Die sind hauptsächlich in Python, Flask geschrieben. Jetzt, um mal ein paar Bilder zu zeigen, wie man sich das Ganze vorstellen kann. Also grundsätzlich, das erste Konzept ist ein Thema, das ist ein publiziertes QGIS-Projekt, und im Webclient gibt es so eine Themaauswahl, da kann man das entsprechende Projekt auswählen. Dann gibt es die Karte, die ist ziemlich reich bestückt mit Funktionalitäten. Man hat eine Ebenensteuerung, man hat Hintergrundkarten, die man auswählen kann. Man kann Objekte abfragen über WMS Getfeature Info. Man kann in der Karte rechtsklicken und Informationen an der Position erhalten. Man kann eine Ebene vergleichen, und dann kann man auch zusätzliche externe Ebenen importieren, die jetzt nicht im Projekt drin liegen, welches dem Thema dahinter steckt. Darunter zum Beispiel WMS, WMTS, WFS und auch KML, GeoJSON und weitere lokale Vektordatenformate. Suche: Man kann beliebige Suchdienste anbinden, das könnten zum Beispiel externe Suchen sein, in der Schweiz haben wir GeoAdmin, SEA zum Beispiel, oder man kann auch auf die Datenbank selber suchen, dazu gibt es eine Volltextsuche, und grundsätzlich kann man nach Orte suchen, man kann Karten anbinden, man kann nach Themen suchen. Es gibt verschiedene Zeichnen- und Analysefunktionen. Die Redlining-Funktion zum Skizzieren ist relativ mächtig. Da kann man verschiedene geometrische Objekte zeichnen, man kann Objekte transformieren, man kann Texte zeichnen, man kann Bemaßungen hinzufügen. Dann Messen, Linie, Polygone und Punkte, Höhenprofil entlang einer Linie. Das Ganze wird dann als Grafik dargestellt, und die kann man dann auch entsprechend exportieren. Editieren, das ist eine sehr mächtige Funktion, die basiert grundsätzlich auf dem QGIS-Formular. Das heißt, man kann wiederum im QGIS-Desktop das Formular gestalten, und das wird dann übersetzt in die Webanwendung und sieht entsprechend ähnlich aus.
und damit kann man dann Objekte editieren, man kann Dateien hochladen, man kann sogar Wertebeziehungen und 1-zu-n-Relationen werden abgebildet. Und dann gibt es noch zusätzlich eine Attributtabelle, die dient dazu, geometrielose Daten zum Beispiel zu editieren. Geht natürlich auch mit Daten, die eine Geometrie haben. Es gibt verschiedene Funktionen zum Teilen und zum Exportieren der Karte. Wir haben Permalinks, also auch kompakte Permalinks mit einem Hash, die den Kartenzustand kodieren. Man kann einen Bereich der Karte exportieren nach verschiedenen Formaten, zum Beispiel DXF oder auch normale Bildformate. Und dann drucken nach PDF, da ist wieder das Grundkonzept, man gestaltet die Druckvorlage in Cookies und dann tweakt man entsprechend einen PDF-Druck vom Webclient. Und viel mehr. Wie am Anfang erwähnt, die ganze Architektur ist Plugin-basiert, das heißt, es werden laufend neue Plugins dazu entwickelt, zwei spannende zum Beispiel, einmal Routing und einmal den Time Manager, damit kann man zeitversehene Daten darstellen und den Zeitstand setzen. Und zum Schluss gibt es noch eine Benutzerverwaltung. Das Ganze kann man einschränken nach Benutzergruppen. Man kann Karten einschränken, Ebenen einschränken, Attribute einschränken, bis nach Druckvorlage und noch weitere Ressourcen. Wie sieht das Ganze so auf der technischen Seite aus? Also grundsätzlich auf der rechten Seite haben wir irgendwann mal den Cookies Web Client und der bekommt die Informationen von verschiedenen Quellen. Die Grundquelle ist immer das Cookies-Projekt, das man gestaltet hat. Dann gibt es eine Geodatenbank, die mit dem Cookies-Projekt sozusagen verbunden ist, liefert die Daten für das Cookies-Projekt und es gibt auch Dienste, die direkt mit dieser Geodatenbank kommunizieren, zum Beispiel für das Editieren. Dann gibt es eine Konfigurationsdatenbank, da werden Benutzer und die Rechte gespeichert, die werden mit dem Administrationswerkzeug, das Admin-GUI, erfasst. Und dann gibt es Konfigurationsdateien, diese Input-Configs, und da kann man die Viewer-Konfiguration setzen, also zum Beispiel, welche Elemente sind aktiv, welche Themen sind verfügbar. Und dieses Zahnrad ist dieser Config-Generator, der sammelt die Informationen von all diesen Quellen und generiert dann statische Konfigurationsdateien, die von den Diensten gelesen werden. Damit ist es auch sozusagen ein Cache, damit die Dienste performant direkt auf die generierte Konfiguration zugreifen können und dann entsprechend zum Beispiel die gefilterten Daten ausliefern können, also Permissions sind da drin. Und diese Dienste, die vor dem Cookie-Server setzen, also Cookie-Server an sich kann ja keine Berechtigung, aber die Dienste davor, die würden dann sicherstellen, dass nur die erlaubten Daten an den Web-Client gelangen. Authentifizierung ist ein wichtiges Thema, vor allem was die Integration in, sagen wir mal, komplexere Umgebungen betrifft. Wir haben das Ganze modular aufgebaut, das heißt grundsätzlich ist ein Authentifizierungsdienst ein Dienst, der einen JWT-Token ausstellt und da kann man verschiedene Quellen für die Authentifizierung benutzen, entweder eine einfache Benutzerdatenbank oder auch modernere Technologien wie OpenID Connect, LDAP und so weiter. Wie betreibt man das Ganze? Der einfachste Weg ist als Docker-Anwendung. Wir bieten so ein Ready-to-go vorkonfigurierte Anwendung unter GitHub als QVC Docker an und die verschiedenen Images zu diesen Diensten sind auf Docker Hub publiziert. Der Vorteil damit ist, man hat geschlossene Images, die vorkonfiguriert sind und muss sich als Administrator keine Gedanken machen bezüglich Abhängigkeiten und so weiter. Das Ganze wird einfach so fix fertig geliefert. Wir haben die Releases auf zwei Schienen, einmal einen Long-Term-Release, den wir jetzt im zweiten Jahr betreiben oder anbieten. Der wird einfach jeweils am Anfang vom Jahr, sag mal, geforkt vom Hauptzweig und dann wird er ein Jahr lang mit Bugfixes versehen, bekommt keine neuen Features. Für die, die immer den aktuellsten Stand wollen, gibt es weitere Entwicklungs-Releases, die haben dann diese datumsversionierte Tags und die kann man dann auch auf Docker Hub finden. Für die dann das Ganze automatisch skalieren wollen, gibt es auch noch die Möglichkeit, da Kubernetes anzusetzen.
Und für die, die das ganz anders wollen oder selbst mal einrichten wollen, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze zum Beispiel mit Apache und WSGI zu betreiben. Genau, jetzt, was ist im letzten Jahr passiert? Es war ein ziemlich spannendes Jahr, vieles ist neu dazugekommen und auch grundsätzlich die Community ist schön gewachsen, was uns sehr gefreut hat. Das erste Feature ist ein Objektfilter. Damit kann man über WMS-Filter einen Filter setzen in der Karte und somit eben der Karte halt filtern. Da kann man vordefinierte, also in der Konfiguration, zum Beispiel jetzt, wenn man einen bestimmten, jetzt in diesem Fall ein bestimmtes Land filtern möchte, kann das vorkonfigurieren. Falls die Daten mit einer Zeitdimension versehen sind, gibt es die Möglichkeit, die Zeit einzuschränken. Man kann geometrisch filtern und dann gibt es noch die Möglichkeit, eigene Filter zur Laufzeit zu definieren, das ist so über eine JSON-Syntax. Das Ganze wird dann angewendet, sei es bei der Darstellung, sei es beim Drucken und auch beim Editieren und in der Attributtabelle. QGIS Objektsuche ist auch eine spannende Neuheit. Grundsätzlich basiert das auch auf WMS, GetFeatureInfo und Filter. Damit kann man eigentlich direkt auf den Daten suchen, die im QGIS-Projekt enthalten sind. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man kann das in der normalen Suchleiste betreiben, wenn es nur ein einzelnes Eingabefeld für die Suche braucht. Wenn es hingegen mehrere Felder, also man könnte zum Beispiel jetzt nach zwei Begriffen gleichzeitig suchen wollen, da kann man das Ganze so konfigurieren, dass dann so eben ein Suchdialog erscheint. Da kann man die verschiedenen Felder angeben. Die Suche wurde etwas erweitert. Zum einen kann man jetzt auch grundsätzlich in allen oder nach allen Layern suchen, die in irgendeinem konfigurierten Thema drin sind und kann man entweder diese Ebene hinzufügen in das aktuelle Projekt oder in das Projekt wechseln, in dem die Ebene enthalten ist. Und dann gibt es neu noch Möglichkeiten, die Suche einzuschränken, entweder nach Suchdienst oder in einer bestimmten Fläche. Und da kann man auch vordefinierte Flächen setzen. Das Ganze ist natürlich abhängig davon, wie mächtig der Suchdienst dahinter ist, ob er diese Suchgeometrie auch entsprechend interpretieren kann. Sonst wird einfach das Ganze vom Client so gut es kann, zum Beispiel mit Point in Polygon, gefiltert. Es gibt zwei neue Plugins, einmal das Portal, das ist so ein Welcome Screen, eine Landingpage, ist grundsätzlich ein Fullscreen-Themenswitcher, wo es auch die Möglichkeit gibt, zum Beispiel das Menü rechts zu gestalten mit eigenen Links zu vielleicht anderen Anwendungen. Und dann gibt es ein News-Pop-Up, das ist nützlich, um zum Beispiel Neuheiten dem Benutzer anzuzeigen und lässt sich auch gut kombinieren jetzt mit der Portalanwendung, sodass er eigentlich beides zu sehen bekommt. Bei der Ebenensteuerung wurde einiges verbessert. Zum einen gibt es jetzt die Möglichkeit, dass man die WMS-Styles direkt dynamisch auswählen kann in der Anwendung. Also man kann ja im QGIS kann man verschiedene Symbolisierungen für eine Ebene hinterlegen. Die werden jetzt rausgelesen und man kann die entsprechend im Webclient auswählen. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, in einer Gruppe die Transparenz für die gesamte Gruppe zu setzen. Das würde sich dann auf alle Ebenen, die in der Gruppe liegen, genau auswirken. Und dann haben wir noch einen Import für GeoPDFs implementiert. Das heißt, man kann über die übliche Import-Layer kann man GeoPDFs auswählen und die werden dann in der Karte dargestellt. Snapping wurde verbessert. Zum einen kann man unterscheiden, ob es auf eine Kante oder auf einen Knoten gesnappt werden soll. Und neu werden jetzt auch WFS und dazugeladene Vektorebenen als Snapping-Quelle berücksichtigt. Und letzte kleine Änderung beim Redlining gibt es jetzt noch die Möglichkeit, dass man bei den Linien Pfeilspitzen auswählen kann. Und die werden tatsächlich dann auch gedruckt und exportiert. Bezüglich Druck und Exportieren, beim
Exporttool gibt es jetzt die Möglichkeit, GeoPDFs zu exportieren, das allerdings erst ab dem eben erschienenen QGIS 336er und GeoTIFFs mit einem QGIS-Server-Plugin, welches man auf GitHub findet. Beim Drucken gibt es die Möglichkeit, einen Atlasdruck zu machen, also wenn man jetzt zum Beispiel mehrere Features auswählt, dann bekommt man jetzt in diesem Fall ein PDF mit 3 Seiten, 1 pro ausgewähltes Feature. Dann auch noch interessant ist gemeinsame Drucklayouts für alle Themen. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel 10 Themen hat und man eigentlich immer die gleichen Druckvorlagen anbieten möchte, gibt es jetzt die Möglichkeit, zentral diese Druckvorlagen zu hinterlegen und die werden dann für alle Themen angeboten, statt dass man für jedes Thema oder für jedes QGIS-Projekt die Vorlagen jeweils neu oder separat reinladen muss. Editieren wurde erweitert. Verschachtelte Formulare bezieht sich hauptsächlich auf 1-zu-n-Beziehungen. Vor allem, wenn man jetzt das Kind-Objekt relativ komplex ist oder viele Felder anbietet, ist es nicht mehr sehr überschaulich, wenn man das im selben Formular wie das Parent-Objekt darstellt. Daher kann man jetzt so verschachtelt auf beliebig vielen Stufen komplexe Formulare gestalten. Wir haben klickbare Links jetzt beim Editieren. Wenn man einen Text angibt und das ein Hyperlink ist, wird er aktiv. Das ist nützlich, um zum Beispiel eine Linksammlung zu erfassen. Und was auch noch neu ist, die QGIS-Join-Konfiguration, die im Projekt eingestellt wird, wird jetzt durchgehend übernommen und vom Webclient auch berücksichtigt. Geometriedigitalisierung ist grundsätzlich ein Zeichnungswerkzeug mit dem Ziel, dass man eine erfasste Geometrie direkt an eine Anwendung, die meine dritte Anwendung ist, schicken kann. Wie das funktioniert, im Prinzip wird da die Geometrie dann über einen Post als WKT der Anwendung übergeben und diese Anwendung kann dann entsprechend Auswertungen oder Informationen anzeigen. Das ist auch ein nettes Feature. Es gibt ja verschiedene so Panorama-Viewers, eins von denen ist Cyclomedia. Wir haben diese Bibliothek oder ja, diese Möglichkeit jetzt im QGIS implementiert. Und das kann man dann auch als Basis sehen für weitere Panorama-Bild-Bibliotheken, die existieren. Jetzt ein bisschen auf der technischen Seite, was die Konfiguration betrifft. Da gab es auch einige Verbesserungen. Zum einen, wenn man jetzt mehrere Mandanten hat, sag mal, war es immer ein bisschen mühsam, wenn man jetzt für jeden Mandanten eine komplett separate Konfiguration pflegen müsste, ob schon vielleicht vieles gemeinsam ist. Da gibt es jetzt die Möglichkeit, dass man so einen Template hinterlegt mit dieser Tenant-Variable und die greift dann als gemeinsame Konfiguration für alle Abgeleiteten. Noch weitere Konfigurationen. Es gibt jetzt die Möglichkeit, dass man Plugin-Konfigurationen pro Thema übersteuern kann, auch sowohl für Mobil und Desktop separat. Und auch noch spannend, dass die Projekte jetzt auch direkt aus einer Datenbank gelesen werden können und nicht nur aus den QGIS-Dateien. Das vereinfacht vielleicht das Deployment von den Projekten, wenn man es direkt in die Datenbank publizieren kann und nicht als Datei herumschieben muss. Was ist der Ausblick? Was haben wir so auf dem Radar? Zum einen eine umfangreiche 3D-Implementation, Viewer und auch Analysewerkzeuge. Das ist eines von den größten Zielen, die wir haben. Zweitens Sensordaten anbinden über die OGC SensorThings API. Dann ein paar kleinere Sachen vielleicht. Dashboard-Plugin ist eigentlich damit gemeint, dass man für den Kartenausschnitt sozusagen Statistiken kann anzeigen, wie viele Bäume jetzt im aktuellen Kartenausschnitt sich befinden und so weiter. Und dann eine Dokumentenverwaltung, damit es gemeint, wenn jetzt zum Beispiel viele Themen oder viele eben das gleiche Dokument verweisen, dass man das irgendwie zentral, bequem verwalten kann, ohne dass man diese Dokumente ständig wiederholen muss oder separat ablegen muss. Wir haben eine umfassende Dokumentation, die liegt auf QGIS-Services GitHub.io. Da gibt es einen Quick Start, da gibt es die Referenzen für die jeweiligen Konfigurationsdateien und dann gibt es unter Selected Topics gibt es Einführungen in die spezifischen Funktionalitäten. Und da gibt es übrigens auch den Changelog jetzt für den neuen 2024er LTS-Release. Da
können Sie dann noch alle Neuheiten im Detail anschauen. Die Hauptrepositories sind eigentlich zwei, einmal die QVC-Web-Anwendung, die findet man unter GitHub Cookies QVC2-Demo-App und einmal QVC-Docker, das ist diese fertige Docker-Anwendung. Und da gibt es noch einige Beispiele von laufenden Instanzen. Zum Schluss möchte ich noch auf das morgige Anwendertreffen verweisen oder einladen. Das findet um 11 Uhr im Raum H09 statt. Besten Dank und ja, vielen Dank. Der Vortrag ist auf reges Interesse online gestoßen mit einigen Fragen, mit denen ich jetzt gleich mal anfangen werde. Und zwar einmal, QGIS-Projekte können mehrere Kartenthemen haben. Ist dies auch in QVC2 als Thema unterstützt? Statt ein Projekt ist gleich ein Thema. Also grundsätzlich ist ein Projekt gleich ein Thema. Okay. Dann die nächste Frage, wurden die Authentifizierungsdienste mit einem Pentest oder einem Security Audit geprüft? Da gab es tatsächlich bei verschiedenen Anwendern solche Tests, ja. Alles klar. Dann eine Frage, funktioniert QVC 2 auch mit einem Geo-Server? Also grundsätzlich gibt es verschiedene Funktionen, die auf die proprietären Cookie-Server-Erweiterungen aufbauen. Da das ganze Plugin basiert ist, kann man einfach die entsprechenden Plugins ausschalten und es ist gut möglich, dass das meiste daran funktioniert, aber es gibt meines Wissens keine aktive oder keine betriebsfähige Instanzen, die das demonstrieren. Dann die Frage, läuft der Formatexport auf dem Client im Browser? Also wenn man Sachen runterlädt, wo das dann umgewandelt wird, so verstehe ich die Frage. Also das ist grundsätzlich ein WMS-Getmap und da ist man auf die Formate eingeschränkt, die der Cookie-Server als Exportformat anbietet. Das heißt, es wird eigentlich auf dem Server ausgeführt. Dann eine Frage zur Datenänderung, und zwar welcher Rückkanal wird für die Datenänderung genutzt? Also WFST oder was anderes? Das ist ein GeoJSON-basiertes Format. Das geht direkt mit einem Data Service nennen wir das, der mit der Datenbank kommuniziert. Dann eine Frage noch, kann man die QVC-Oberfläche anpassen, um zum Beispiel ein Firmenlogo erscheinen zu lassen oder die Schriftart zu ändern, etc.? Ja, definitiv, also wir haben zum einen Farbschemen, die kann man frei ändern, man kann das Logo frei ändern und grundsätzlich dahinter steckt CSS, das heißt mit CSS kann man extrem viel anpassen, es gibt auch Viewers da draußen, wo man schöne runde Ecken hat und alles mögliche, also da kann man wirklich ziemlich viel Einfluss drauf nehmen. Okay, dann noch eine Frage, gibt es einen Suchindex im QGIS-Projekt, wie flexibel wäre zum Beispiel eine Anwendung mit Solr, also S-L-O-L-R? Also tatsächlich, wir haben Solr im Einsatz, das ist unser Full-Text-Search-Service, der basiert auf Solr. Alles klar, dann hat es schon beantwortet. Und noch eine Frage, ist es möglich, auf eine 3D-Ansicht zu wechseln, wie es beim Masterportal möglich ist? Gut, das ist genau der Plan, ja. Also das ist unser Ziel für die nächste Entwicklung. Okay. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Ich hätte noch kurz eine zur Authentifizierung. Kann man das auch mit Keycloak die Authentifizierung machen? Jetzt in QVC selber haben wir es noch nicht gemacht, aber für eine ähnliche Anwendung haben wir es gemacht. Daher ja, sehe ich jetzt keine technischen Probleme dazu. Alles klar. Sehr gut. Dann vielen Dank nochmal. Dann nochmal einen Applaus bitte. Ja.